Liebe Zuschauer, Sie kennen uns. Wir sind frisch, frech und funky. Doch die wirklichen Themen konnten wir deshalb noch nicht behandeln. Deswegen spreche ich jetzt zu euch, liebe Bologna-Flüchtlinge, liebe Tinderellas, liebes Vegetarier. Denn jetzt seid ihr an der Reihe. Jetzt könnt ihr euren größten Alpha-Kevin aussuchen. Denn jetzt kommen eventuell bald die Wahlen ab 16. Läuft bei euch. Also die Wahlen ab 16 kommen jetzt, ja. Was glauben Sie, ist das ein gutes Zeichen, wenn jetzt auch Bologna-Flüchtlinge wählen dürfen? Wählen ist immer eine gute Sache. Und solange sie lesen können, ist es okay. Aber wenn sie nicht lesen können, finde ich es nicht okay. Die Flüchtlinge zu fragen, das ist, ich habe doch keine Ahnung davon, wenn die jetzt hierher kommen nach Deutschland. Na, eigentlich interessiert mich, für sowas kam, also kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang das zu hier gemeint ist, aber ja. Was glauben Sie denn, wer ist nach der Wahl, wenn die Jugendlichen mitentscheiden dürfen, der größte Alpha-Kevin? Der größte? Die Bundeskanzlerin? Genau. Wenn Jugendliche wählen dürften, auf jeden Fall denke ich mal die rechten Parteien. Das ist der, der sich am besten verkauft und der die besten Netzwerke hat. Was glaubst du, welche Partei wählen Vegetarier? Die Grüne? Vegetarier? Weiß ich nicht, kann ich... Ich habe noch nie einen Wahlspruch mit irgendwas vegetarischen oder vegetarischen Slogan gesehen, war da. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Die Grüne? Sind Wahlen nicht swaggy genug oder warum glauben Sie, dass sich junge Leute nicht für Wahlen interessieren? Vielleicht, weil sie vorher zu wenig Aufklärung haben. Was glauben Sie, was sollten Leute oder junge Leute, die nicht wählen gehen, sonst machen? Sollten die ein bisschen rumkompostieren, ein bisschen rumoxidieren, ein bisschen merkeln? 16-Jährige wissen nicht so wirklich, was abgeht. Also sollen sie ruhig machen, was sie wollen. Oder sich vielleicht bei Radio Frei engagieren. Es scheint mir so, als wäre da politische Bildung ein Thema. Vielleicht sollten die Pumper mal zu euch kommen. Sehe ich aus wie ein Disco-Pumper? Nein, aber vielleicht würde das nicht schaden, wenn die mal mit euch zusammenarbeiten würden. Vielleicht kann ja jeder noch was lernen. Intelligenten Einfluss, wer weiß, das kann ja nicht schaden. Und vielleicht kriege ich ein paar Muskeln. Vielleicht, genau, voneinander lernen.